Kassetten mit lauter Liebesschnulzen drauf. Armbändchen für diesen und jenen Verein. Alberner Kram. Meine Güte, bist du unter die fliegenden Händler gegangen? Muss ich dich wirklich daran erinnern, dass derlei in der Schule verboten ist? Abir war immer anständig. Das Mädchen hat nie etwas angestellt. Es gab niemals Grund zur Klage. Hast du schon gehört, dass sie mit einem Mann erwischt wurde, der kein Verwandter war? Hattest du bei dem Treffen von Abir und dem Mann die Finger im Spiel? Nein, Frau Husser, ehrlich nicht. Lüg nicht. Ich bin mir ganz sicher, irgendwie warst du darin verwickelt. Ich weiß leider nur noch nicht wie. Was sollen wir jetzt mit dir machen, hm? Dich von der Schule verweisen? Einen Moment noch, Jamila, ich bin gleich soweit. Ist gut. Hier gibt es leider ein Problem. Oh je. Geh wieder in deine Klasse. Wir entscheiden später, was zu tun ist. Ach, noch was, Watchler. Diese schlampigen Schuhe will ich hier nicht mehr sehen. Trag ordentliche schwarze Schuhe, wie die anderen Mädchen auch. Was haben wir hier? Das ist der Übersichtsplan der Religions-AG für den Koranwettbewerb. Watchdar, du kommst mal nach vorn. Ohne Kopfbedeckung zur Schule? Mama, Frau Husser hat gesagt, ich muss ab sofort im Vollschleier zur Schule kommen. Höchste Zeit, dich zu verheiraten. Haha, wahnsinnig witzig. Zieh den Schleier runter. Ich sag, du bist meine Schwester. Das glaubt kein Mensch. Ich sehe viel zu gut aus, um mit dir verwandt zu sein. Das kannst du dir nicht leisten. Ich möchte ein Radl mit Abdullah Rennen fahren. So ein Quatsch. Du als Mädchen darfst du überhaupt nicht Radfahren. Das weißt du doch. Ja, und dann wird's für dich erst recht peinlich, wenn ich dich abhänge. Sie wissen genau, was ich meine. Sie dürfen mein Fahrrad an niemanden verkaufen. Du bist mir vielleicht eine. Wenn du dir was in den Kopf setzt, dann kriegst du es auch. Der ruhmreiche Stammbaum deines Vaters. Du stehst nicht drauf, Schatz. Da kommen nur Männer drauf. Ist mir doch egal. Du kannst bei deiner Mutter bleiben und Bräute vorsortieren. Was sollen wir jetzt mit dir machen, hm? Dich von der Schule verweisen? So ein Riesentheater und nur wegen eines dämlichen Fahrrads, das du dir einbildest. Watch da, du weißt schon, dass ich dich später mal heirate, oder? Ich will, dass du der glücklichste Mensch der Welt bist.